Tagesordnungspunkt. Es geht um ein Gesetz zur Einführung von Gruppenverfahren. Dazu liegt ein Antrag bzw. ein Gesetzentwurf sogar der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Der Hintergrund ist unter anderem der Dieselskandal, wo ja viele Betroffene, viele Autokäufer in diesem Fall geschädigt worden sind. Und man will jetzt ermöglichen, dass nicht jeder Einzelne klagen muss gegen die Hersteller dieser Fahrzeuge, die also sich in Schadstoff- und Benzinverbrauch nicht an das halten, was eigentlich versprochen worden ist, sondern über eine sogenannte Sammelklage soll es den Kunden und Verbrauchern erleichtert werden, zu ihrem Recht und auch zu Schadenersatz zu kommen. Erste Rednerin Manuela Rottmann. Viele von Ihnen werden dabei nicht gut ausschauen, wenn Sie nach einer Antwort suchen. Gestern hat das Landgericht Hamburg dem Käufer eines VW-Diesels zugesprochen, dass er einen Anspruch darauf hat, diesen Diesel einzutauschen. Und der Diesel ist nicht mängelfrei gewesen, weil er mit einer Software-Nachrüstung ausgestattet worden ist, mit der Sie seit Jahren versuchen, auf Ihren Dieselgipfeln die Leute abzuspeisen. Ich gratuliere dem tapferen Kläger zu diesem Erfolg, zu den Nerven, zu dem Mut und auch zu dem Budget, das er offensichtlich hat, um sich alleine gegen VW zu stellen. Und ich kann Ihnen garantieren, bei Ihnen im Wahlkreis werden Sie die Leute, die in genau derselben Situation sind, aber nicht das Geld, nicht die Nerven haben, sich allein gegen VW zu stellen, die werden Sie fragen, und was ist mit mir? Und die Reaktion von VW, der VW-Zentrale in Wolfsburg, auf dieses Urteil zeigt ziemlich genau, in welch desolatem und rückständigem Zustand das deutsche Zivilprozess in dieser Frage ist. VW sagt, ja, andere Gerichte haben ja anders entschieden. Und jetzt warten wir mal die Berufung ab. Da kriegt er sicher nicht mehr recht, der gute Mann. Sie sagen also letztlich, na ja, ihr müsst immer noch alle einzeln gegen uns klagen. Und dafür braucht ihr einen verdammt langen Atem. Und genau so sieht das deutsche Zivilrecht aus. Die Grünen haben unter der Federführung meiner geschätzten Kollegin Renate Künast schon 2013 einen Gesetzentwurf für eine Gruppenklage hier eingebracht, der alles geändert hätte. Die Betroffenen hätten sich mit überschaubarem Risiko zusammentun können, um ihre Ansprüche gegen VW gemeinsam und mit ordentlicher Vertretung durchsetzen zu können. Wir hätten nicht zig Gerichte mit denselben tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen beschäftigt. Wir wären auf dem Weg zur Rechtssicherheit für VW und für die Käuferinnen und Käufer schon einen wesentlichen Schritt weiter. Und die Menschen in diesem Land hätten endlich das Gefühl, dass dieser Staat auch mal an ihrer Seite steht und nicht nur an der Seite der Trickser mit guten Anwälten. Im Koalitionsvertrag kommen Sie nun viel zu spät mit einer absoluten Minimallösung um die Ecke. Sie versprechen den Menschen, Verjährungen wenigstens zum Ende 2018 zu verhindern. Dabei ist noch nicht mal klar, wie bei Ihren Ideen die Verjährung überhaupt gehemmt werden soll. Das Klageregister, für das das Justizministerium mindestens 2 Jahre ansetzt für die Einrichtung, ist nicht mal in Sichtweite. Ihr Gesetzentwurf aus dem Justizministerium bedeutet, dass zwar der private Käufer eines Diesels sich einer Musterfeststellungsklage anschließen kann, aber der Handwerker, der genau dasselbe Auto gekauft hat, der kann es nicht, denn der ist nämlich kein Verbraucher. Wie absurd ist das denn? Wir reden hier sonntags viel vom Vertrauen der Menschen in diesen Staat, dass wir uns Sorgen machen, dass wir dafür kämpfen wollen, dass sie es wiedergewinnen. Und viele von Ihnen, von Union und SPD, den ehemaligen Volksparteien, genauso wie von den Dieselfreunden von der FDP oder der AfD, viele von Ihnen suchen an den unmöglichsten Stellen nach Möglichkeiten, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Hier, genau hier wäre eine Stelle. Genau hier könnten Sie es tun. Sie könnten sich an die Seite der normalen Leute stellen, die keine Rechtsabteilung haben, deren Rechtsschutzversicherung ihnen den Vogel zeigt, wenn sie gegen VW klagen wollen. Sie könnten diejenigen in die Schranken weisen, die ihre Gewinne deswegen machen, weil sie einfach darauf vertrauen können, es wird schon keiner klagen. Aber das tun sie nicht, und deswegen wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und viel Erfolg bei der Beantwortung dieser Fragen in Ihrem Wahlkreis. Danke.
Manuela Rottmann zum Gesetzentwurf der Grünen zur Einführung von Gruppenverfahren oder Sammelklagen oder auch Verbandsklagen, wenn etwa Verbraucherschutzverbände gegen deutlich erkennbares Unrecht gegenüber Verbrauchern vorgehen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, also ein Wort muss man dazu mal sagen, dass der Rechtsstaat funktioniert, zeigen ja gerade die von Ihnen zitierten Urteile. Nicht? Also der Rechtsstaat funktioniert ja gerade, und wenn Sie auf einige Seiten gehen, dann gucken Sie, können Sie sich da musterlange, ellenlange Listen von auch stattgebenden Urteilen angucken. Also dass der Rechtsstaat nicht funktionieren würde, ist schlichtweg falsch. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Aber zurück zur Sache. Sie beraten hier mit uns einen Gesetzentwurf, wollen Sie uns mit beraten, der nunmehr zum dritten Mal vorliegt. Der ist identisch mit einem Gesetzentwurf aus 2014 und aus einem aus 2013. Das Einzige, was Sie geändert haben, ist die Einleitung. Dadurch ist der Gesetzentwurf aber kein Deut besser geworden. Und das heißt also auch nicht, dass wir ihm zustimmen werden. Der Entwurf sitzt in der Zivilprozessordnung, damit wir auch mal ein paar Sachen zu Ihrem Entwurf sagen. Haben Sie ja nicht. Einen eigenen Abschnitt über die Gruppenverfahren und, nennen wir es, wie es ist, Sammelklagen nach amerikanischem Vorbild vor. Das ist es. Dabei sollen mehrere Personen Ansprüche, die den gleichen Lebenssachverhalt betreffen, keine Zwischenfragen bitte, gemeinsam gerichtlich geltend machen können. Sie hatten lange genug Zeit. Nach Ihrem Entwurf sollen dies nicht nur zur Feststellung des Anspruchs erfolgen, sondern eben auch in Form einer Leistungsklage mit Bündelung aller Ansprüche betrieben werden können. Das ist schlichtweg eine echte Sammelklage pur, nach amerikanischem Vorbild und mit uns nicht zu machen. Doch haben wir sehr gut, sagt sogar Ihr eigener Sachverständiger. Die Einführung eben solcher Sammelklagen nach amerikanischem Vorbild widerspricht diametral unserer Rechtsordnung. Eine besondere Würdigung des Einzelfalls fällt vollständig aus. Das Drohpotenzial, hören Sie doch einfach mal zu, das Drohpotenzial, wie es auch in den USA bei diesem Instrument üblich ist, ist immens hoch. Hier werden Beklagte regelmäßig in Vergleiche gezwungen, um einen nicht vorhersehbaren Druck durch den medialen Druck insbesondere vorzubeugen. Und deswegen enden solche Verfahren, und so wird es auch in diesem Fall bei Ihrem Vorschlag sein, zu 90% in Vergleichen in den USA. Zu 90%. Die Folge ist eine Klageindustrie und das gefundene Fressen für die entsprechenden Kanzleien. Und Sie können sich das Thema MyRight und Hausfeld in Deutschland ja heute schon angucken. Am Ende steht dann im Zweifel übrigens auch kein rechtssicheres Urteil, auf das sich irgendjemand berufen kann, sondern steht nur ein abgekaufter Vergleich. Und von dem hat kein einziger Verbraucher etwas in diesem Land. Das kann doch nicht ernsthaft in Ihrem Interesse sein. Das kann es nun wirklich nicht. Und ich bezeichnend, und deswegen ist das eigentlich auch ganz interessant, erinnern Sie sich mal an die Anhörung von 2015. Da hat Ihr Sachverständiger, Professor Halfmeier, der auch in Ihrem Entwurf ja entscheidend mitverfasst hat, zu diesen Fragen ganz interessante Aussagen gemacht. Er schlägt einen für die Anwälte der Klägerseite vergütungsbezogenen Anreiz im Kostenrecht sowie Erfolgshonorare vor. In seiner Stellungnahme zur Anhörung heißt es zudem, aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist es kaum relevant, ob etwa der durch rechtswidrige AGB in einem Lebensversicherungsvertrag geschädigte Verbraucher seinen exakten Schaden ersetzt bekommt, sagt er selber. Es ist ihm unbenommen, die etablierten Mechanismen des Verfahrensrechts zu nutzen, um zu seinem konkret individuellen Recht zu kommen. Da er dies aber facto kaum tut, und deswegen liegen wir ja einen eigenen Entwurf vor, entsteht das gesellschaftliche Problem der ökonomischen Fehlanreize zugunsten eines rechtswidrigen Verhaltens der Unternehmen. Um diese zu korrigieren, ist es nicht notwendig, Verbraucher perfekt zu entschädigen. Da steht es nochmal. Notwendig ist es aber, einen Mechanismus zu schaffen, mit dem massenhaft relevantes rechtswidriges Verhalten identifiziert und einer ökonomisch vernünftigen Lösung zugeführt wird. Es ist demnach in erster Linie Ihr Ziel, die Unternehmen zu bestrafen. Ich sage es so deutlich, ob der Verbraucher seinen Schaden ersetzt bekommt, ist nach diesem Entwurf völlig unklar. Eine solche Politik auf dem Rücken der Verbraucherinnen und Verbraucher ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Ein weiterer Punkt, auch den haben Sie nicht geändert in Ihrem Entwurf, das muss man so deutlich sagen. Wir haben uns ja da langwierig darüber unterhalten, hätten Sie ja mal anpassen können, auch die Hinweise des Richterbundes aufnehmen können, ist die Frage des rechtlichen Gehörs, Artikel 103. Müssen wir ja nicht, wir haben ja einen, das ist doch wunderbar. Nach dem Entwurf, nach Ihrem Entwurf, würde sich der Teilnehmer der Gruppe anschließen, die durch einen Gruppenführer vor Gericht vertreten wird. Er hat aber keinerlei Möglichkeiten mehr, auf das weitere Verfahren Einfluss zu nehmen. Das dürfte aus unserer Sicht mit Artikel 103 nicht mehr in Einklang gebracht werden.
Deswegen sehen wir ein zweistufiges Verfahren vor, das diese Einschränkung nicht enthält. Und das ist, glaube ich, deutlich besser. Das weitere wesentliche Problem ist die Frage der Klagebefugnis. Ein zentrales Problem Ihres Entwurfs in 611 ZBO. Neben den einzelnen Geschädigten können bei Ihnen auch Verbände nach Unterlassungsklagengesetz oder nach dem Verzeichnis Artikel 4 des Unterlassungsklagenrichtlinie der Europäischen Union klagen und einen entsprechenden Antrag einreichen. Das bedeutet, dass jeder x-beliebige Verband, der in Europa gegründet wurde, nach welchen Vorschriften auch immer, die Möglichkeit hätte, klagebefugt zu sein. Das öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. Und deshalb haben wir im aktuellen Koalitionsvertrag eben auch das Gegenläufige festgelegt, dass wir die Klagebefugnis auf festgelegte, qualifizierte Einrichtungen beschränken wollen, um eben die Klageindustrie zu begrenzen. Wir sperren uns aber eben gerade nicht für Verbesserungen. Im Gegenteil, da haben wir im Koalitionsvertrag eine gemeinsame Lösung dargestellt, die Musterfeststellungsklage für Verbraucher zu öffnen. Es gibt das Instrument im Bereich des Kapitalanlagen-Musterverfahrensgerecht seit schon länger. Dabei werden grundlegende Rechtsfragen und Tatsachen vorab geklärt. Die Geschädigten haben dann die Möglichkeit, in einem zweiten Verfahren, so bleibt das rechtliche Gehör auch gewährt, ihre eigenen Schadensersatzforderungen geltend zu machen. Die entsprechenden Passagen sind, glaube ich, bekannt und muss ich hier nicht mehr einzeln vorlesen. Wir werden das Gesetz in diesem Jahr vorlegen, da sind wir sehr guten Mutes, das kriegen wir auch gut hin, zum 1. November, um eben diese entsprechenden Dinge vorab zu klären. Dabei werden wir die Einleitung, die schlüssige Darlegung von einer Mindestzahl von 10 insgesamt Betroffenen abhängig machen und wir werden auch in Verfahren von 50 Anmelderinnen und Anmeldern zum Klageregister einer Frist von 2 Monaten festsetzen, um die Effektivität des Verfahrens auch zu gewährleisten. Das ist für uns der richtige Weg und nicht der Weg einer Sammelklage. Aus unserer Sicht bietet der Entwurf keine rechtstechnisch gute Lösung, keine Weiterentwicklung und wir werden ihn deshalb in dieser Form ablehnen. Vielen Dank. Sebastian Steinecker aus der Unionsfraktion und eine aufmerksame. Jetzt gibt es doch noch mal eine Kurzintervention von Manuela Rottmann. Die US-Sammelklage ist ungefähr so schlagkräftig wie das Vertrösten mit Software-Nachrüstungen. Wenn Sie sich mal befassen damit, was die US-Sammelklage ausmacht, dann werden Sie sehen, dass nichts davon in diesem Gesetzentwurf enthalten ist. Und wenn Sie damit ablehnen, dass Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern und den Unternehmen ein stärkeres Recht vor Gericht zubilligen, dann sagen Sie einfach nicht die Wahrheit. Die Sammelklage in den USA ermöglicht nicht nur den tatsächlichen Schaden einzuklagen, wie in unserem Gesetzentwurf, sondern Strafschäden. Niemand will das hier einführen. Die Amerikaner haben einen anderen Grundsatz, nicht wie bei uns, der Verlierer trägt die Kosten des Verfahrens, sondern da gibt es Erfolgshonorare. Niemand will das hier einführen. Und auch die Anforderung an die Darlegung des Schadensersatzes und die tatsächlichen Darlegungen sind in den USA niedriger. Niemand will es hier einführen. Das ist ein Popanz. Und das Allerschlimmste finde ich, dass Sie von Klageindustrie reden, wo es um ganz normale Leute gibt, die nicht das Geld, die nicht die Rechtsabteilung, die nicht die großen Kanzleien zur Verfügung haben. Die diskreditieren Sie als Klageindustrie. Dabei schützen Sie die Klageabwehrindustrie. Herr Kollege Steinecker, Sie wollen antworten. Ja, Frau Kollegin, vielen Dank, dass Sie noch mal darauf hinweisen. Dann kann man es noch mal deutlich sagen. Wir haben die Klageindustrie heute schon. MyRight und Hausfeld sind mit Summen von 35% auf dem Markt und versuchen, den Markt aufzurollen. Und genau deswegen machen wir die Musterfeststellungsklage, die übrigens deutlich günstiger ist als das, was Sie in Ihrem Entwurf vorsehen. Die Leute kommen billiger und schneller zu ihrem Recht. Das ist die Antwort. Sie haben einen handwerklich schlechten Entwurf vorgelegt und das muss man Ihnen noch mal sagen dürfen. Da nochmal die Gegenrede von Sebastian Steinecker. Und was ich gerade sagen wollte, aufmerksame Beobachterin dieser Debatte ist auch die neue Bundesjustizministerin seit Mittwoch richtig und offiziell im Amt. Ihr Vorgänger Maas hat ja schon eine Musterfeststellungsklage versucht bzw. einen Gesetzentwurf vorgelegt, der dann allerdings am Widerstand des Kanzleramts gescheitert ist. Ein zweiter Diskussionsentwurf hat es dann nicht mehr bis zum Gesetzentwurf geschafft. Der nächste Redner hier im Parlament zu genau diesem Thema von Gruppenverfahren und Sammelklagen ist der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Johannes Fechner. Deswegen müssen wir handeln und Verbraucherinnen und Verbraucher, gerne Frau Kollegin Rottmann, auch dem kleinen Handwerker, mehr effektivere Möglichkeiten geben, ihre Rechte durchzusetzen. Denn eines ist klar, wer Recht hat,
der muss auch Recht kriegen, und das schnell und vor allem ohne großes Kostenrisiko, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Grünen-Antrag werden wir diese Ziele nicht erreichen. Ihr Vorschlag ist in meinen Augen viel zu kompliziert. Denn wenn wie von Ihnen gefordert, etwa hunderte Kläger oder gar tausende einen Prozess führen, dann müsste ein Gericht in jedem Einzelfall die Schadenshöhe beurteilen, eigene Gutachten einholen, eigene Zeugen anhören, um den individuellen Schaden zu berechnen. Das würde zu viel zu langen Prozessen führen. Wir wollen doch gerade schnelle Verfahren. Wer jetzt seinen Diesel nachrüsten muss, der will schnell sein Recht bekommen, der will schnell den Schadenersatz für die Umrüstung bekommen. Und deswegen ist Ihr Entwurf hier untauglich, weil er zu endlosen Prozessen führen wird. Frau Kollegin Rottmann. Und vor allem, Sie wollen das Kostenrisiko nach dem Grundsatz Verlierer zahlt auf den Verbraucher abwälzen. Das halte ich für falsch, denn dadurch verhindern Sie ja, dass die Verbraucher ein solches Verfahren eingehen. So steht es in Ihrem Gesetzentwurf ausdrücklich drin. Viel besser ist es da, es so zu regeln wie wir mit unserer Musterfeststellungsklage, die SPD in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt hat. Das ist ein Meilenstein für den Verbraucherschutz in Deutschland, diese Musterfeststellungsklage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es werden qualifizierte Einrichtungen wie etwa die Verbraucherzentrale in Musterprozessen für die Verbraucher die strittigen Fragen klären. Und wenn die Fragen dann rechtsverbindlich geklärt sind, dann kann jeder Verbraucher seine eigenen Ansprüche in seinem Prozess geltend machen, indem dann ausschließlich über seine individuellen Schadenersatzansprüche entschieden wird. Und teilnehmen kann man an einem solchen Musterprozess ganz einfach durch eine Registrierung, die wir über das Bundesamt für Justiz organisieren. Und da besteht dann auch kein nennenswertes Kostenrisiko. Das wird eine kleine Gebühr kosten, diese Registrierung. Und wenn der Verbraucher dann seinen eigenen Prozess führt, dann hat er ja im Rücken die Ergebnisse des Musterfeststellungsprozesses mit den besten Prozessaussichten für ihn. Und das ist vor allem in den Fällen wichtig, in denen ein Verbraucher abgezockt wurde, aber in dem es nicht um ganz große Summen geht. Wenn in solchen Fällen dann noch hinzukommt, dass der Verbraucher das Kostenrisiko zu tragen hat, dann wird er erst recht davon absehen, seine Rechte geltend zu machen. Und wir wollen ausdrücklich, das steht ausdrücklich so im Koalitionsvertrag auch drin, eine Klageindustrie verhindern. Ich finde, das ist auch im Sinne der Unternehmen, dass ein Unternehmen dann sich nicht Tausenden von Klagen ausgesetzt sieht, sondern eben nur einem einzigen Musterprozess, in dem die Rechtsfragen geklärt werden. Und ich finde, dadurch schaffen wir auch mehr Fairness im Wettbewerb. Es kann ja nicht sein, dass ein Unternehmen betrügt und dann die Gewinne einbehält, sondern dieses Instrument der Musterfeststellungsklage wird auch dazu beitragen, dass es mehr Fairness im Wettbewerb geben wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist gut, dass die SPD durchgesetzt hat, dass wir schon zum 1. November, das ist unsere Zielmarke, dieses Gesetz nicht nur vorlegen, Kollege Steinke, sondern auch beschließen, dass es in Kraft tritt zum 1.11., weil wir drohende Verjährungen zum Jahreswechsel 18/19 ausdrücklich verhindern wollen. Also kurzum, das ist ein ganz wichtiges Gesetz. Ich finde, eines der wichtigsten im Koalitionsvertrag, das wir uns hier vorgenommen haben. Verbraucher müssen zu ihrem Recht kommen. Wer Recht hat, muss Recht kriegen, und das schnell und ohne Kostenrisiko, liebe Kolleginnen und Kollegen. Genau dem dient unsere Musterfeststellungsklage. Vielen Dank. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion, und der nächste Redner hier kommt aus der AfD-Fraktion, ist Lothar Mayer, und er war in den frühen 80ern Geschäftsführer der Verbraucherzentrale in Hamburg und anschließend Professor für Verbraucherpolitik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland ein auch im internationalen Vergleich hohes Niveau des Verbraucherschutzes erreicht. Des rechtlichen Verbraucherschutzes ebenso wie des institutionellen, der etwa vertreten ist durch Einrichtungen, die international renommiert sind, wie die Stiftung Warentest oder die Verbraucherzentralen. Das hat gleichwohl nicht verhindert, dass es nach wie vor eine enorm hohe Zahl von sogenannten Verbraucherstreitigkeiten gibt, Rechtsstreitigkeiten zwischen Verbrauchern und Anbietern. Die Statistiken der öffentlichen Rechtsauskünfte, die Statistiken der Verbraucherzentralen belegen das zum Teil mit erschreckenden Zahlen. Es gibt bestimmte Branchen, auf denen sich solche Streitigkeiten besonders konzentrieren. Dazu gehören etwa Fluggesellschaften, dazu gehören Versicherungen, Strom- und Gasanbieter, Telefongesellschaften, aber auch kleinere Unternehmen, die in Sparten tätig sind, übel beleumdet Teile der Partnervermittlungsagenturen, bestimmte Anbieter von Bauleistungen und so weiter.
Die Situation verschärft sich durch den Onlinehandel, insbesondere durch den grenzüberschreitenden Onlinehandel, für den sehr schwer rechtliche Unterstützung zu finden ist, in Deutschland zum Beispiel hauptsächlich durch das Europäische Verbraucherzentrum in Kiel. Die Streitwerte in diesem Bereich sind oftmals sehr niedrig. Sie sind so niedrig, dass viele Anwälte sich scheuen, in solchen Verfahren für Verbraucher tätig zu werden. Und das Ergebnis davon ist, die Geschädigten verzichten auf die Geltendmachung ihrer Ansprüche und bestimmte Anbieter können sich sagen, unlauterer Wettbewerb lohnt immer. Den Verbrauchern muss die Scheu vor Gerichtsverfahren genommen werden. Und wir glauben, dass Gruppenverfahren dazu durchaus ein geeignetes Instrument darstellen können. Es wird weltweit versucht, Verfahren der kollektiven Rechtsdurchsetzung zu etablieren, auch in etlichen Ländern der Europäischen Union. Ich nenne hier stellvertretend etwa die skandinavischen Länder, die Tschechische Republik, Italien, Spanien, die Niederlande und noch einige andere. Aus der Erkenntnis heraus geschieht das, dass Einzelverfahren allein dieses Problem nicht lösen können. Es wird, und auch in dieser Debatte wurde darauf verwiesen, auf das abschreckende Beispiel der Vereinigten Staaten, wo durch die Class Actions ein wirklich enormes Missbrauchspotenzial geschaffen worden ist. Aber das ist nicht vergleichbar mit den Instrumenten, die in diesem Gesetzentwurf vorgeschlagen werden. Die Misere in den USA ist verursacht durch Erfolgshonorare, auch durch die Bereitschaft der amerikanischen Gerichte, enorm hohe Schadensersatzsummen zuzubilligen, von denen das Allermeiste gar nicht bei den Klägern ankommt, sondern bei Anwälten. Die Probleme in den USA sind auch gekennzeichnet durch das Opt-out-Verfahren, das sogenannte, bei dem alle Betroffenen in einer bestimmten Problematik automatisch Bestandteile, Teilnehmer eines Verfahrens werden, ohne dass sie sich dazu eigens gemeldet haben und oftmals auch ohne, dass sie es überhaupt wissen. So gesehen kann der Gesetzentwurf, der hier vorliegt, durchaus reizvoll erscheinen. Aber mit den Reizen von Gesetzentwürfen ist es manchmal so wie mit den Reizen von Menschen. Auf den ersten Blick und aus der Ferne betrachtet erscheinen sie blendend, sehen sie sehr gut aus. Wenn man ihnen etwas näher tritt und sie bei Tageslicht betrachtet, stellen sich doch einige Unebenheiten und Macken heraus. Diese Macken sind nach unserer Auffassung zum einen: Der Anwendungsbereich des Gesetzes ist viel zu breit definiert. Ausgeschlossen sind praktisch nur Familiensachen. Damit ist der Bereich, für den eigentlich solche Gesetzentwürfe gedacht sind, nämlich die Verbraucherstreitigkeiten, fast an den Rand gerückt. Problematisch erscheint uns auch die breite Antragsbefugnis, die wir als Einladung für Großkanzleien sehen, solche Klagen zu betreiben. Das könnte die Gefahr einer Klageindustrie in Deutschland durch die Hintertür bedeuten. Diese Antragsbefugnis sollte begrenzt werden auf die Listen, die in dem Paragraphen 611 zweiter Abschnitt des Entwurfs genannt werden und in deren Mittelpunkt die Verbraucherverbände stehen, gerade die Verbraucherzentralen, die ja jahrzehntelange Erfahrungen in dem Abwickeln von solchen Verfahren haben und die auch nur dann tätig werden, wenn sie mit großer Sicherheit annehmen können, dass sie die Verfahren gewinnen werden. Auch die Kostenregelung, die vorgesehen ist, erscheint uns problematisch. Sie ist sicherlich sehr akzeptabel für die Anwälte. Den Verbrauchern bringt sie aber im Vergleich zu den Kosten von Einzelverfahren nur wenig Vorteile. Und schließlich könnte das Erfordernis der anwaltlichen Vertretung einen Rückschritt bedeuten gegenüber Einzelverfahren mit geringem Streitwert. Fazit: Der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung, aber er braucht noch eine ganze Reihe von tiefgreifenden Korrekturen, um zustimmungsfähig zu werden. Ich freue mich darüber,
mit Ihnen im Ausschuss zu diskutieren. Dankeschön. Lothar Mayer aus der AfD-Fraktion kritisiert am Gesetzentwurf der Grünen dessen sogenannten Anwendungsbereich, aber auch, dass zu viele mit einer Antragsbefugnis ausgestattet würden. Das Ganze wird ja ohnehin im zuständigen Ausschuss weiter diskutiert. Jetzt Katharina Kloke, die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Tagesordnung steht eines der heißesten rechtspolitischen Themen dieses Jahres, der kollektive Rechtsschutz. Wir sprechen heute nicht über die von der GroKo angekündigten Musterfeststellungsklage. Die ist, so viel sei vorweggenommen, ein bisschen wie der BER. Baustelle dicht machen und nochmal ganz von vorne anfangen, ist wahrscheinlich am günstigsten. Dem interessierten Laien drängt sich dieser Eindruck auf. Zahlreiche Experten haben dies bestätigt. Insoweit ist der Entwurf der Grünen für ein Gruppenverfahren verdienstvoll. Auch dieser hat Schwächen. Aber erstens handelt es sich immerhin um ein eigenes Konzept. Und es löst zweitens immerhin eine Reihe von Problemen deutlich besser als das notleidende GroKo-Modell. Lassen Sie uns das näher anschauen. Sie sagen, Zugangsschranken runter gleich mehr Rechtsdurchsetzung. Dagegen ist vom Grundsatz her wenig einzuwenden. Es gehört zum liberalen Rechtsstaatsverständnis, dass jeder freie Mensch sein Recht auch geltend machen und mithilfe des Rechts durchsetzen kann. Der Staat ist dafür da, faire und freiheitliche Spielregeln für den Einzelnen aufzustellen. So schafft er den bestmöglichen Rahmen für Wettbewerb und Innovation. Das dient dem Wohl aller. Das spricht für Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes und das spricht für die Absenkung von Zugangsschranken. Was man aber beachten muss, Zugangsschranken runter bedeutet erst einmal einen deutlich stärkeren Zulauf zu den Gerichten. Das Justizsystem wird zunächst einmal zusätzlich be- und nicht entlastet. Diese Belastung soll ausgeglichen oder gar überkompensiert werden. Das soll aus der umfassenden Bündelung von bestimmten Prüfungsfragen in einem einzigen Gruppenverfahren folgen. Das aber erstmal nur eine spekulative Hoffnung. Hinzu kommt, sofern das Gruppenverfahren nicht im vollstreckbaren Vergleich endet, muss der Teilnehmer eine individuelle Klage an das Gruppenverfahren anschließen, um seine individuellen Ansprüche tatsächlich durchzusetzen und nochmal durch alle Instanzen. Also eine weitere Inanspruchnahme der Gerichte. Das ist eine Gewissheit. Sie müssen den Bürgern also auch sagen, dass es sie etwas kostet, stärker in Anspruch genommene Gerichte auch entsprechend auszustatten. Wie wollen Sie den Zugang zum Recht vereinfachen? Unter anderem, indem Sie dem KAPMUG die Idee der einfachen Teilnahme entleihen. Positiv für den einzelnen Teilnehmer des Gruppenverfahrens ist, dass er so relativ leicht verhindern kann, dass seine Ansprüche verjähren. Wer seine Teilnahme erklärt, der muss am Ende auch das Urteil im Gruppenverfahren gegen sich gelten lassen. Das ist zunächst mal konsequent. Hochproblematisch ist allerdings, dass alle Teilnehmer, die nicht vom Gericht als Gruppenkläger ausgewählt worden sind, keine Möglichkeit haben, selbst Prozesshandlungen vorzunehmen oder rechtlich gehört zu werden. Das ist aber ein Frontalunfall mit dem Grundgesetz. Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. So steht es in Artikel 103 Grundgesetz. Dass man am Gruppenverfahren freiwillig teilnimmt, ist kein hinreichendes Argument, denn jede Klage ist freiwillig. Trotzdem kann das rechtliche Gehör noch verletzt werden. Auch die scheinbare Vertretung durch den Gruppenkläger entschärft das Problem nicht, denn er handelt nur für sich selbst. Entscheidend sind vielmehr die formellen Verfahrensbeteiligungen und die Möglichkeit der unmittelbaren Beeinträchtigung in eigenen Rechten durch den Verfahrensausgang. Beim KAPMUG ist das anders. Im dort geregelten Musterverfahren können die sogenannten Beigeladenen selbst Prozesshandlungen wirksam vornehmen. Mein letzter Punkt betrifft die Klagebefugnis. Hier gehen Sie bewusst einen anderen Weg als das KAPMUG. Aus der Sicht der FDP ist er nicht erstrebenswert, denn es ist aus unserer Sicht nicht richtig, dem Paternalismus Vorschub zu leisten. Wir halten es nicht für der Weisheit letzten Schluss, ein neues Verbandsklageinstrument für qualifizierte Einrichtungen zu schaffen, wo schon die bestehenden Verbandsklagen nicht so genutzt werden wie gedacht. Wir brauchen nicht noch mehr Paternalismus in diesem Land. Wir brauchen mündige Verbraucher und freie Bürger. Vielen Dank.
Katharina Kloke findet durchaus Gutes am Gesetzentwurf der Grünen, im Gegensatz zur geplanten Musterfeststellungsklage der neuen schwarz-roten Koalition, setzt aber auch eigene Akzente und vermisst einzelne Punkte. Jetzt Amira Mohamed Ali aus der Linksfraktion. Und dort Sprecherin für Verbraucherschutz. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Durch die im vorliegenden Antrag vorgeschlagene Gruppenklage soll es Verbraucherinnen und Verbrauchern erleichtert werden, ihre Rechte durchzusetzen. Die Linke teilt dieses Ziel und auch die Analyse, dass es hier aktuell Lücken gibt, ja ganze Instrumente zur Rechtsdurchsetzung fehlen. Und wie dringlich das Thema ist, hat sich spätestens mit dem Dieselabgasskandal gezeigt. Bis heute ist nicht klar, wie die Bundesregierung mit dem millionenfachen Betrug umgehen will. Und ich muss Ihnen sagen, die Untätigkeit der Bundesregierung ist ein Skandal auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Linke akzeptiert das nicht. Wir fordern Sie auf, handeln Sie endlich. Nun schlagen die Grünen vor, ein Gesetz zu schaffen, das die Bündelung von individuellen Ansprüchen ermöglicht. Im Antrag heißt es konkret, dass sich mindestens 10 Personen zusammentun, um einen gemeinsamen Gerichtsprozess anzustrengen, ein Gruppenverfahren. Das später gefällte Urteil gilt dann für alle, die an diesem Verfahren beteiligt waren. Das setzt allerdings voraus, dass die Betroffenen sich einen Anwalt genommen haben. Und für den Einzelnen ist das erstmal ein Kostenrisiko. Und dieses Risiko steigt, wenn die Klägerzahl im Laufe des Verfahrens unter 9 Personen sinkt. Denn dann ist das Gruppenverfahren nicht mehr möglich. Und das halten wir für kritisch. Was durch diesen Vorschlag auch nicht gelöst wird, ist das Problem der sogenannten Streuschäden. Davon spricht man, wenn es eine große Anzahl von Schäden gibt, die für sich genommen so klein sind, dass der Einzelne die Sache gar nicht weiter verfolgen würde. Zum Beispiel die Berechnung zu hoher Versandkosten im Online-Warenhandel, das einige Cent zu teure Telefongespräch ist ein weiteres Beispiel. Also kleine Beträge, die zu Unrecht von Tausenden, Hunderttausenden oder gar Millionen Kunden eingefordert werden. Die Linke will nicht, dass große Unternehmen sich einen Reibach damit machen können, massenhaft ein paar Cent oder Euro zu viel zu berechnen, weil sie davon ausgehen, dass der einzelne Betroffene deswegen schon nicht klagen wird. Hier braucht es ein einfaches, kostengünstiges Instrument, das die Menschen schützt, und zwar vor jeder Art der Abzocke. Die Linke fordert deshalb einfache und niedrigschwellige Möglichkeiten für die Menschen, zu ihrem Recht zu kommen, und zwar ohne großes Kostenrisiko. Nur das schafft Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, meine Damen und Herren. Wenn die Bundesregierung tatsächlich Verbraucherrechte schützen und stärken möchte, dann muss sie endlich eine deutliche Ausweitung des kollektiven und des gemeinsamen Klagerechts veranlassen. Nur so können Verbraucherzentralen und Verbände oder auch Anwaltskanzleien Rechtssicherheit für die Betroffenen herbeiführen. Dieser Bedarf zeigt sich deutlich an dem bereits erwähnten Abgasskandal. Derzeit existiert ein Flickenteppich an Entscheidungen zu der Frage, ob Dieselfahrzeughalterinnen und Halter aufgrund illegal verbauter Abschalteinrichtungen, Anspruch auf Rückgabe oder Schadenersatz haben. Millionen Menschen können ihr Risiko nicht einschätzen, bei einem Gerichtsprozess zu verlieren und daher auf hohen Kosten sitzen zu bleiben. Sie zögern zu klagen und laufen dabei Gefahr, ihre Ansprüche durch Verjährung zu verlieren. Das ist schlicht inakzeptabel. Ein Weg zur Lösung dieses Problems wäre eine effektive Musterfeststellungsklage, die so ausgestaltet ist, dass alle, die von derselben Sachlage betroffen sind, davon auch profitieren. Konkret fällt ein Gericht in einer Sache ein Urteil zugunsten der Verbraucher, können alle von der gleichen Situation betroffenen Personen sich auf genau dieses Urteil berufen und sich beim Gericht einen Titel holen, um damit ihre Rechte durchzusetzen. Ohne, und ich betone, ohne selber klagen zu müssen. Das wäre der effektivste Weg, um den Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Bundesregierung hat nun angekündigt, dass im November ein solches Gesetz über die Musterfeststellungsklage verabschiedet werden soll. Wir, die Linke, setzen uns dafür ein, dass es nicht nur bei der Ankündigung bleibt, sondern dass endlich Taten folgen und die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher auch wirklich gestärkt werden. Beim Abgasskandal droht bereits die Verjährung der Ansprüche der Betroffenen. Unsere Bundesregierung hat im Verbraucherschutz die letzten Jahre leider im Schlafwagen verbracht. Aber keine Angst, die Linke wird sie wecken. Vielen Dank.
Amira Mohammed Ali, verbraucherschutzpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sie war die drittletzte Rednerin in dieser Aussprache zu einem Gesetzentwurf der Grünen zur Einführung von Gruppenverfahren bzw. Sammelklagen. Kleiner Hinweis von dieser Stelle. Wir warten auf eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Löfven. Sobald sich da was tut, schauen wir da natürlich hin. Aber mit etwas Glück bekommen wir auch hier die beiden letzten Redner am heutigen Plenumstag noch zu sehen und zu hören. Und deswegen geht es jetzt weiter mit Volker Ulrich. Der Zugang zum Recht ist oftmals erschwert durch die fehlende Möglichkeit, direkt und einfach Recht zu bekommen, aber auch durch die Hürden, die das aktuelle Zivilprozessrecht vorsieht. Und das wollen wir ändern. Wir sagen, wir wollen den Zugang zum Recht weiter erleichtern und gleichzeitig für die Gerichte die Voraussetzungen für die Anwendung des Rechts verbessern. Wir wollen das deswegen tun, weil die bisherigen Instrumente noch nicht vollständig geeignet sind, diese Ziele auch zu erfüllen. Die Klagemöglichkeit der Verbände nach dem Unterlassungsklagegesetz sind präventiv und sind ein gutes Instrument, um verbraucherfeindliche Klauseln, gerade im Bereich Mobilfunk oder Elektrizität, zu unterbinden. Das Kapitalanlage-Mustergesetz hat sich in der Praxis, und da müssen wir ehrlich sein, als zu schwerfällig und zu langwierig erwiesen. Das zeigt beispielsweise auch das Verfahren um die Erstattung bei der Telekom, das sich jetzt mittlerweile über ein Jahrzehnt zieht. Deswegen brauchen wir ein neues und ein gutes Instrument, um die Ansprüche von Verbrauchern zu bündeln und um Verbrauchern zu ihrem Recht zu verhelfen. Wir stehen an der Seite der Verbraucher. Jetzt ist die Frage, ob der vorgeschlagene Gesetzentwurf der Kollegen von Bündnis 90 der Grünen diesem Ansinnen gerecht wird. Wir haben diesen Gesetzentwurf bereits mehrmals im Deutschen Bundestag debattiert und die grundlegenden juristischen Fragestellungen, die dieser Gesetzentwurf aufwirft, sie aber nicht beantwortet, bleiben bestehen. Frau Kollege Roppmann, Sie haben gesagt, es darf nicht auf das Geld ankommen, ob jemand bei Klein- oder Streuschäden klagt oder nicht. Wenn Sie aber von jemandem verlangen, dass er einen Anwalt nimmt, weil Sie einen Anwaltszwang verankern, dann muss er entweder die Erstberatungsgebühr von über 200 Euro aufbringen oder umständlich seine Rechtsschutzversicherung erst mal fragen, ob er klagen darf. Das ist kein einfacher Zugang zum Recht. Sie erschweren den Zugang zum Recht. Sie müssen auch auf § 619 Ihres Entwurfs sehen. Da führen Sie einen sogenannten Gruppenkläger ein. Der Gruppenkläger nimmt für die Gruppe die entsprechenden Prozesshandlungen vor. Das Problem ist aber, dass Sie im gleichen Paragraphen sagen, dass dieser Gruppenkläger nicht in Haftung genommen werden kann durch die anderen und dass kein Schuldverhältnis begründet wird. Das heißt übersetzt, der Gruppenkläger kann machen, was er will. Das ist nicht verbraucherfreundlich. Und Sie müssen bitte auch auf den Paragraphen 623 sehen, bei der Frage des Vergleiches. Eine ziemlich komplizierte Regelung. Der Vergleich kommt nur zustande, wenn weniger als 30% den Austritt erklären. Warum haben Sie sich andersrum gelöst, dass Sie sagen, wenn 50% beitreten, dann gilt der Vergleich? Eine wesentlich einfache Regelung wäre das gewesen. Und letzten Endes auch die Regelungen über die Berufung sind ziemlich kompliziert und verbraucherfeindlich. Der Gruppenkläger kann nämlich Berufung einlegen, auch mit Wirkung für die Gruppe, ohne dass die Gruppe aus der Berufung irgendwie austreten kann. Damit erhöhen Sie das Prozesskostenrisiko für die gesamte Gruppe auf Kosten derjenigen, die eigentlich nur eine Erstattung der Streuschäden wollen. Deswegen ist Ihr Gesetz zu kompliziert, baut zu hohe Hürden auf und kann den Anspruch, die Rechtsdurchsetzung des Verbrauchers zu verbessern, nicht erfüllen. Deswegen lehnen wir Gesetz ab, aus inhaltlichen Gründen. Meine Damen und Herren, alsbald als Große Koalition einen Gesetzentwurf zur Musterfeststellungsklage vorlegen. Und Sie werden darin erkennen, dass der Zugang zum Recht wesentlich erleichtert wird. Es werden anerkannte Verbände
nur klagebefugt sein. Es wird ein sehr niederschwelliges Klageregister geben. Und wir wollen auch die Verfahrensfristen verkürzen, damit die Durchsetzung des Rechts nicht wie im Kapitalanlagemustergesetz Monate und Jahre dauert. Also ich würde die Zuschauer sogar zulassen, Herr Präsident. Bitte schön, Frau Kollegin Rottmann. Vielen Dank, Herr, dass Sie die Frage zulassen. Gestern ist ja ein Händler von VW verurteilt worden. Der arme Mann, die arme Frau, ich weiß es nicht, kann ja gar nichts für diesen mangelhaften Wagen. Er könnte sich jetzt mit anderen Händlern zusammentun und seinerseits Regress nehmen bei VW, die verantwortlich sind für diese Manipulation. Welche Verbraucherschutzzentrale, glauben Sie, wird diesen Händler vertreten und wie wollen Sie das lösen, dass der Händler kein Verbraucher ist? Auch der steht wieder alleine gegen VW. Also die Frage der Klagebefugnis im Rahmen der Musterfeststellungsklage wird von der gesetzlichen Ausgestaltung abhängig sein. Gerade für den Bereich des Handwerks oder der kleineren Händler habe ich auch Sympathie, dass wir beispielsweise eine Klagebefugnis auch für Industrie- und Handelskammern in das Gesetz schreiben, damit genau in diesen Fällen, bei denen Händler oder Handwerker letztendlich auf dem Regress sitzen bleiben würden, wir ihnen auch eine Rechtsschutzmöglichkeit gegenüber den größeren Unternehmen geben. Fairness muss auf beiden Seiten vorhanden sein. Deswegen bitte ich Sie, dass Sie genau bei dem Punkt auch bei den Gesetzesberatungen mitwirken. Und meine Damen und Herren, wir müssen uns auch überlegen, wie wir kleinere Streuschäden oder wie wir auch Erstattungsbeträge im wenigen Euro-Bereich für die Verbraucher handhabbarer machen. Das typische Beispiel ist, jemand kauft sich über eine App eine Fahrkarte bei einem Versorgungsunternehmen oder bei der Deutschen Bahn und der Zug kommt nicht und hat einen Erstattungsanspruch von 4,90 Euro oder 7,80 Euro. Und da muss er oftmals umständlich ein Formular ausfüllen, um seinen Anspruch geltend zu machen. Auch hier muss zukünftig gelten, dass der Erstattungsweg auf die gleiche Art und Weise vorgenommen werden kann wie der Kauf der entsprechenden Fahrkarte. Wir brauchen hier auch eine Waffengleichheit und Fairheit. Wir haben das übrigens in der letzten Periode schon dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, ein Vertrag muss auf die gleiche Art und Weise gekündigt werden können, wie er geschlossen wurde. Und das gilt auch für die Erstattungen. Wir haben viel vor im Bereich des Verbraucherschutzes. Wir werden es beherzt und sehr tatkräftig anpacken. Ich lade jeden ein, hier mitzuwirken. Herzlichen Dank. Volker Ulrich nochmal für die Unionsfraktion zum Gesetzentwurf der Grünen zu Sammelklagen und ähnlichen Verfahren. Und die letzte Rednerin, 4 Minuten hat sie noch, dann ist diese heutige Bundestagssitzung auch zu Ende. Die letzte Rednerin also Sarah Rüglewski für die SPD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, zum Ende der Sitzungswoche bei einem so wichtigen Thema zu reden, das ist auch was Besonderes. Und ich werde jetzt nicht die ganze Debatte zusammenfassen, weil ich sie sehr gut fand. Aber ich glaube, wir sollten einfach mal ein paar Punkte festhalten, wo wir uns ja einig sind. Mich hat das sehr gefreut, dass wir von der Grundrichtung uns alle einig sind. Wir alle sind der Meinung, wir müssen dafür sorgen, dass wer Recht hat, auch Recht bekommt. Und ich stehe ja hier vor allem als Verbraucherpolitikerin und deswegen geht es mir auch noch mal darum zu sagen, warum das ein so elementarer Bestandteil auch des Verbraucherschutzes ist. Weil es geht nicht nur darum, dass man die Möglichkeit hat zu klagen, sondern wir haben hier in den letzten Jahren einige gute Gesetze, die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich stärken, nach vorne gebracht. Nur leider bleiben diese Gesetze zahnlos, wenn die Leute nicht die Möglichkeit haben, diese Rechte auch einzuklagen. Und da ist es in der Tat so, dass es einfach einen sehr, sehr großen Unterschied macht, ob ich jetzt die Möglichkeit, ob ich zum Anwalt gehen muss, dass die Länge des Verfahrens, die Schadenshöhe, das alles hält Leute auch davon ab zu klagen. Und in der Tat ist es ja auch so, dass in manchen Fällen, wenn die Rechtslage nicht ganz eindeutig ist, da auch ein existenzielles Risiko hinterstehen kann, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher klagen und am Ende nicht gewinnen. Und deswegen ist das zum einen natürlich auch eine Frage des individuellen Rechtsempfindens und beziehungsweise des individuellen Gerechtigkeitsempfindens, in dem sich die Leute zu Recht zutiefst verunsichert fühlen.
Aber zum anderen ist es eben auch so, und da haben wir als Politikerinnen und Politiker auch ein ureigenes Interesse dran, es ist auch etwas, was etwas mit dem macht, was wir hier eigentlich beschließen. Wenn Leute nicht zu ihrem Recht kommen, weil die Hürden zu hoch sind, dann untergräbt es am Ende auch die Autorität des Rechtsstaats. Und deswegen ist es zwingend notwendig, dass wir hier dafür sorgen, dass wir zu einer Form der kollektiven Rechtsdurchsetzung kommen. Und wir haben jetzt hier viel über das Thema Abgasskandal gesprochen. Das ist natürlich ein populäres Beispiel, das ist auch ein aktuelles Beispiel. Und ich freue mich auch sehr, dass das ein Katalysator war, der dazu geführt hat, dass auch die CDU über die Hürde gesprungen ist. Aber es ist natürlich nicht das beste Beispiel für die Notwendigkeit des kollektiven Verbraucherschutzes, der kollektiven Rechtsdurchsetzung, sondern es geht vielmehr auch um die Frage, was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Verfehlungen und Verstößen, die sich im niedrigeren Bereich bewegen beim Thema Abgas und Diesel. Da klagen ja eben sogar schon viele Leute. Es ist etwas, was eine hohe Aufmerksamkeit hat. Aber was macht man es, wenn Leute nach rationaler Abwägung zu dem Schluss kommen, für die 2,50 Euro oder 5 Euro, die ich für eine fehlerhafte App beispielsweise zahlen müsste, da lohnt sich der Aufwand nicht. Ja, für den Einzelnen mag das vertretbar sein, aber da werden Gewinne mit rechtswidrigem Verhalten gemacht. Und das ist etwas, wo wir als Politikerinnen und Politiker, wo der Rechtsstaat ein Interesse daran haben muss, dass Leute dann auch dagegen klagen und das am Ende auch durchsetzen. Und deswegen möchte ich, um nochmal auf den Antrag zurückzukommen, nochmal sagen, warum wir eigentlich unsere Vorstellung mit der Musterfeststellungsklage für besser halten. Der Kollege Fechner hat schon viele Punkte aufgebracht, aber ich möchte einmal nochmal auf das Thema besonders qualifizierte Einrichtungen hinweisen. Diesel, habe ich gesagt, das ist etwas, was eine hohe Tagesaktualität hat und wo eben halt auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch sensibilisiert sind. Bei anderen Themen ist das aber nicht der Fall. Und wenn wir es über diese Einrichtungen haben, die Verbraucherzentralen beispielsweise haben ja auch eine Sensorfunktion, dann entwickelt ein Gespür für systematischen Betrug, systematische oder wettbewerbswidrige eben Geschäftspraktiken entwickelt und es gibt eine Möglichkeit, überhaupt Verbraucherinnen und Verbraucher anzusprechen und zu sagen, schauen Sie mal hin, wie läuft es bei Ihnen? Ich hatte es hier in der Beratung, es gibt die Möglichkeit, mit der Musterfeststellungsklage Ihre Ansprüche durchzubringen. Deswegen wäre mein Appell, dass wir diese gute Diskussion im Gesetzgebungsprozess weiter fortführen, dass wir auch die Punkte, die auch von den Grünen und von den Linken angesprochen wurden, auch aufnehmen. Diese Frage Handwerker oder auch die Frage mit den Autohändlern, das ist eine wichtige, die müssen wir ansprechen, weil uns geht es um effektive Rechtsdurchsetzung. Und ich erlaube mir, bevor ich zum Schluss komme, noch mal Sie darauf hinzuweisen, schauen Sie noch mal in den Koalitionsvertrag. Da haben wir das sehr detailliert ausgeführt, was wir vorhaben. Und ich habe ja gelernt, der Gradmesser für die Prioritätensetzung im Koalitionsvertrag ist das Verhältnis von Werden und Wollen. Da steht es 4:1 für Werden. Und deswegen in diesem Sinne, Frau Muhammad Ali, ich kann Ihnen sagen und ich kann Sie beruhigen, Sie brauchen uns nicht mehr wecken. Wir sind von der SPD schon längst ausgeschlafen bei dem Thema. Vielen Dank. Eine ausgeschlafene Sarah Rykielewski ist die letzte Rednerin in dieser Sitzungswoche. Der Gesetzentwurf zur Einführung von Gruppenverfahren und Sammelklagen der Grünen geht in den zuständigen Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, wird da weiter diskutiert werden. Ja, und wir verabschieden uns aus einer Sitzungswoche, die uns unter anderem eine neu gewählte und vereidigte Kanzlerin gebracht hat und ein neu vereidigtes Bundeskabinett. Aber noch lange keine Osterferien in Sicht. Gleich nächste Woche geht's weiter. Da melden wir uns am Dienstag von den Sitzungen der Bundestagsfraktionen und am Mittwoch dann ja schon die erste Regierungserklärung der Bundeskanzlerin in dieser neuen, ja nicht mehr ganz so neuen Legislaturperiode, aber eben mit einer eben gewählten und vereidigten Bundeskanzlerin. Und auf diese Regierungserklärung das Programm der neuen Bundesregierung für die nächsten noch 3,5 Jahre warten ja viele schon durchaus sehnsüchtig. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an dieser Übertragung aus dem Deutschen Bundestag, sagen schon mal ein schönes Wochenende von dieser Stelle, aber empfehlen Ihnen natürlich auch das weitere Phoenix-Programm und das führt Sie jetzt in den nächsten Stunden Sonja Fuhrmann. Wir sagen Tschüss aus Berlin.